So, wir haben also einen Verband, eine Pferdebürste und Alkohol. Das klingt ja eigentlich nach Sachen, mit denen man wunderbar eine verschmutzte Tür sauber machen kann. Allerdings, da wir hier hinten auch noch die Rückwand haben von der Grabkammer, fürchte ich doch, dass das Ganze nicht ganz so leicht wird. Aber zunächst mal, komm hier, Harun, ich heil dich. Für ihn kommt jede Hilfe zu spät. Mist. Okay. Ja, ich weiß noch nicht, mit den anderen brauche ich jetzt, glaube ich, nicht viel zu machen. Ich teste erstmal an der Tür. Und wenn das nicht funktioniert, dann kann man immer noch hier weitersuchen. Ist noch nicht genau, ob die Wächter noch irgendeinen Zweck haben. Oder ob die mich nur beeindrucken sollen. Alles klar. Dann bringen wir zunächst mal Alkohol an, um das Ganze ein bisschen einzuweichen. Das bringt mich nicht weiter. Okay, bürsten wir das Ding mal ab. Tretet beiseite. Berührt auf keinen Fall die Tür. Gut, dann müsst ihr das machen. Was soll das? Es gibt keinen verborgenen Mechanismus. Die Tür ist einfach nur verdreckt. Bürstet sie ab und ihr findet euer Schloss. Bürsten? Wie geht das denn? Trete zurück. Das war ja wirklich einfach. Die sechs Beine öffnen die sechs Riegel. Bei allen zwölf Göttern. Das läuft ja hervorragend. Entspann dich. Ich weiß, du willst nur helfen, aber ich schaff das schon allein. Wir müssen es kleben. Gut, war ja klar, dass da irgendwas schief geht. Hier ist jetzt ein Teil rausgeflogen. Das letzte, was ich öffnen sollte, hat nicht geklappt. Was haben wir da bekommen? Gar nichts? Ich dachte, wir haben das gerade aufgehoben. Das liegt jetzt nicht noch irgendwo rum, oder? Kleben müssen wir es. Können wir es nicht mit dem Verband? Ich darf jetzt nicht den Kopf verlieren. Na gut, wohl nicht. Sagst du mir was dazu? Ich versuche, die Käferteile ineinander zu schieben, aber es geht nicht. Sie halten nicht. Käferteile. Und warum ist jetzt hier ein... Ach so, das ist mein Dialog. Ja, das ist natürlich schlecht. Kann ich ihm hier die Verbände Ich geben? kann den Schlüssel nicht einfach zusammenbinden. Er würde nicht halten. Ja, okay. Ach so, das ist ein Teil vom Schlüssel, das hier abgesprungen ist. Hier ganz unten diese Kante. Zusammenbinden hält nicht, aber Alkohol hilft da ja auch nicht. Trotzdem probieren geht über studieren. Ich weiß nicht einmal, wo ich ansetzen sollte. Genau. Tja, dann müssen wir wohl irgendwas Klebriges finden. Klebrig, da war doch was. Lieber nicht. Wie jetzt? Das ist doch unsere Lösung hier. Das fasse ich nicht an. Es sieht klebrig aus und giftig. Genau, klebrig. Okay, warum kann ich das nicht mit dem Verband benutzen? Kann ich das mit dem Dolch abkratzen? Jetzt ist die Klinge klebrig. Na toll, die macht sich lieber die Klinge klebrig, als den bisschen Verband klebrig zu machen. Naja, okay. Und jetzt kratzen wir ein bisschen da dran. Das lässt sich nicht schneiden. Ja, wo ist denn das Teil hin? Hier. Kleb damit das Bein. Ja, sehr gut, sehr gut. Kippt einfach da hinten weg. Schöne Tür. Gefällt mir. So, da war doch was mit Es dem ist soweit. Seht Wächter. ihr die leuchtende Inschrift, Alrik? Urtulamidia ist eine tote Sprache, die nur noch von wenigen gesprochen wird. Von noch weniger, seit die geistigen Führer dieser Stadt zusammen mit ihrem Kalifen hingerichtet wurden. Man muss gebildet sein, um diese Schrift zu lesen. Gebildet wie ein Kind aus gutem Hause. Gebildet wie die letzte Prinzessin von Fasar. Allein darum haben wir euch mitgenommen. Nun sagt mir, was ist die Antwort des Rätsels auf der Kammer? Da, da, da. Die Spannung. Die Götter stehen mir bei. Was? Was liest ihr? Das kann ich euch nicht verraten.
Es würde zu viel verändern. Bitte was? Immer diese Geheimnistruhe. Dafür haben wir sie mitgenommen? Ich verstehe das nicht. Prinzessin? Prinzessin, wo seid ihr? Bei den Zwölfen ist das dunkel. Ich bin hier drüben. Ah, oh, passt beim Verlassen auf den Käferschlüssel auf. Er liegt mit der Tür auf dem Boden. Wenn ihr zerbricht, sind wir hier eingesperrt. Was Warum? Ist das für ein Klappt Geruch? Die Tür dann wieder zu? Alrik, kommt nicht rein. Hier ist Gas in der Luft. Leuchtet mit der Fackel vorsichtig durch die Tür, aber bleibt draußen. Und keine Zauber. Fremde Astralenergie könnte eine Falle in diesem Raum auslösen. Seid vorsichtig, wo ihr hintretet, Prinzessin. Schwierig ohne Licht. Wenn ihr einen Weg wisst, wie man ohne Feuer und ohne Magie Licht macht, dann sagt es. Ohne Feuer und ohne Magie Licht machen, alles klar. Die Dunkelheit haben wir hier, aber ja, tatsächlich, diese Tür lässt sich wieder nach innen ziehen. Interessant, das heißt, wir dürfen den Käferschlüssel tatsächlich nicht entfernen. Dunkelheit, Dunkelheit. Und hier ist ein Lichtspalt, das ist mit Sicherheit von der Rückwand, von der Felswand, die wir draußen gesehen haben. Wenn wir die einreißen, hätten wir Licht. So. Was ohne Magie und ohne Feuer? Warum durften wir kein Feuer machen? Jetzt habe ich wieder nicht richtig aufgepasst. Ein Räucherstäbchen. Es riecht würzig. Und süß. Das ist bestimmt magische Myrrhe. Ihr als Tochter eines Kalifen müsst das doch kennen. Mein Vater mochte keine schönen Dinge. Kann ich sie einstecken? Jawohl. Und die Schale dazu? Sie ist leer. Ah! Oh. Ich habe mir die Hand aufgerissen. Der Haken ist bereits voll mit meinem Blut. Das ist jetzt aber nicht so nett. Ein blutiger Haken, okay. Kann ich es jetzt nochmal nehmen oder sticht sie sich dann wieder? Ah, okay. Immerhin, das kriegt sie beim zweiten Mal hin. Blutiger Haken. Der Verband ist jetzt voller Blut. Ich weiß nicht, warum ich das gemacht habe, aber es ging. Also mache ich's mal. So, noch mehr Haken. Er schimmert wie ein Dolch im Dunkeln. Ein Anblick, den ich viel zu gut kenne. Ich habe meine Lektion gelernt. Nichts und niemand verwundet mich zweimal. Können wir den hier kaputt schneiden oder sonst irgendwas? Ach, wir haben das Messer ganz weggegeben. Das ist natürlich auch schade. Okay. Einmal testen, ob ich die Schale wieder hinhängen kann. Ich kann, also muss ich die möglicherweise mit irgendwas füllen. Ach, das ist wieder so ein Rätsel, wo man hier endlos hin und her haken kann. So, eine Silberschale. Ihr sagtet einst, die Maske sähe nicht aus wie eine Maske. Nein, sie hat die Gestalt von zwei Tentakeln mit Kinderhänden. Im Ernst? Aber gut, dann ist das hier wirklich nur eine dreckige Silberschale. Und was macht man mit dreckigen Silberschalen? Man nimmt sie mit. Zack, in die Hosentasche. Passt ja. Sieht aus, als hätte sich etwas durchgefressen. Oder die Tür ist draufgefallen. Das ist kein Ausweg. Ja, noch brauchen wir ja keinen Ausweg. Wir können ja raus. Oder macht jetzt hier Alrik gleich die Tür zu oder so. Was haben wir hier noch? Die Ringhalterung. An der Säule hängt ein Ring. Offenbar ließ sie sich einst verschieben. Sie ist viel zu schwer, als dass ich sie bewegen könnte. Okay. Dann schauen wir noch den Lichtspalt an. Da ist irgendwo ein kleiner Spalt in der Wand. Mit den Händen bekomme ich ihn nicht weiter auf. Und selbst wenn, käme nicht genug Licht herein, um die ganze Kammer zu erleuchten. Ich muss anders Licht machen. Ach so, aber wofür ist der Spalt dann da? Tja, okay. Einmal schauen. Der Spalt interessiert mich doch. Da könnte man doch irgendwas mit benutzen. Verbände wahrscheinlich nicht, Alkohol nicht, aber das Stäbchen passt hier durch. Ich darf jetzt nicht den Kopf verlieren. Naja, okay. Hätten wir nämlich feststellen können, ob das die andere Seite ist in der Felswand, wenn das jetzt auf der anderen Seite rausgekommen wäre. Aber geht wohl nicht. Das Licht der Fackel reicht nur bis hier. Habt ihr etwas gefunden? Ja, ich glaube hier. Aber ich muss es sehen, um sicher zu sein. Gut, gut. Mit Silberschalen können wir auch irgendwie Licht reflektieren. Aber die kann ich vermutlich nicht da einfach hinhängen oder so. Wenn sie nur nicht so schmutzig wäre. Ah, reinigen. Ja, ja. Alkohol, Verband tränken und dann... Das sollte reichen. Schön, schön, schön. Glänzt das Ding.
Mit den Händen bekomme ich ihn nicht weiter auf. Und selbst wenn käme nicht, ich muss an... Ah, Moment, eben habe ich das mit der Dunkelheit benutzt. Gerade hat sie es mit dem Lichtspalt benutzt. Mit der Dunkelheit hat sie aber was gesagt. Die Dunkelheit ist also tatsächlich korrekt? Achso, dann hängt die Sache... Den. Ja. Ist sie das? Ja. Ja, das ist sie. Die Maske von Malakar. Damit werden wir die Schlacht gegen die Dämonen ein für alle Mal schlagen. Ich habe da immer noch meine Zweifel. Ayal, ein Wächter! Bewacht die Tür! Wenn der Käferschlüssel beschädigt wird, sind wir hier eingesperrt. Und der trampelt drauf. Ja, natürlich. Na los, Yalla. Töte mich. Mein Leben ist ohnehin nicht viel wert. Schwächling. Ich muss ja sagen, immerhin hat sich der Magier jetzt getraut, hier zu zaubern. Denn eben hat er noch behauptet, das könnte böse Fallen auslösen. Aber ich denke mal, in lebensbedrohlichen Situationen übernimmt dann doch der Instinkt. Gut, wir sind eingesperrt. Jetzt müssen wir durch diese Felswand raus. War ja klar. Glühende Augen. Natürlich ist hier kein Gas in der Luft. Das Feuer in seinen Augen hätte dem Wächter sonst schon längst den Kopf gesprengt. Ist eigentlich, jetzt muss ich gerade mal nachschauen, ob die Lautstärke wieder runtergesetzt wird, weil im Video war die gerade deutlich lauter als im Rest des Spiels. Nee, sieht aber noch richtig aus. Im Video ist aber wieder 65, ich mache ein bisschen weniger. Ich nehme an, dass das gerade ein Video war. Wirkte so, weil es ziemlich laut war. Vielleicht aber auch nicht, weil eigentlich macht das nicht viel Sinn, dass in diesem dunklen Ding da ein Video war. Naja, wie auch immer. Weiter geht's. So, was hat sie gerade gesagt? Natürlich ist hier kein Gas in der Luft. Das Feuer in seinen Augen hätte dem Wächter sonst schon längst den Kopf gesprengt. Ach ja, Gas, deswegen konnte man auch vorhin keine Fackel anzünden. So war's. Die Flammen in seinen Augen sind heiß. Heiße Flammen plus ein Räucherstäbchen. Oh, so schön, das klimmt jetzt. Das Schöne ist ja wie immer, dass man hier wunderbar findet, was man so kombinieren kann, ohne dass man eigentlich weiß, warum. Warum habe ich jetzt ein Räucherstäbchen entzündet? Ich weiß es nicht, aber ich werde es wohl noch irgendwie brauchen. Die Silberschale hat ihren Zweck erfüllt. Und sie wird auch das Räucherstäbchen nicht, das bringt mich nicht weiter, verstärken können. Ja, nehmen wir die mal wieder mit. Er schimmert wie ein Dolch im Dunkeln. Ein Anblick, den ich viel zu gut kenne. Der Haken ist noch da und auch unser blutiger Verband wird noch irgendeinen Zweck wohl haben. So, was ist das hier für ein Stab? Ist das vom Magier? Ein Zauberstab. Wo ist der Magier überhaupt? Es ist so still. Ich kann mein eigenes Herz schlagen hören. Ist er draufgegangen? Deswegen war er namenlos, weil er nämlich sowieso sterben wird. Entsprechend auch unser lieber Alrik, der zwar einen Namen hatte, aber doch einen sehr generischen. Hier ist nichts. Nirgends. Und seit der Angreifer auf den Käfer trat, ist der Ausgang fest verschlossen. So, diesen Stab möchte ich aber trotzdem haben. Was ist das? Blut? Eine Diashow. Rauch? Der Stab? Was hat das zu bedeuten? Blut, Rauch und der Stab? Okay. Bitte sehr, Rauch. Die zweite Vision zeigte aufsteigenden Rauch. Ja. Und Blut? Die erste Vision zeigte eine blutige Hand. Hier ist... Muss ich das Ganze jetzt in der Schale anrichten oder wie? Oder auf dem Haken oder so? Ich probiere es mit der Schale. Die Schale glänzt bereits. Ja, gerade weil man mit dem blutigen Verband glänzender macht. Ich lege den Verband mit meinem Blut in die Schale.
Yep, der Verband ist drin, das Räucherstäbchen. Und jetzt eigentlich noch den Stab hier. Ah, okay, sehr gut. Das hat mal überhaupt keinerlei Aktion, wenn ich hier jetzt klicke. Und dann vielleicht doch einen Haken. Das raucht ja jetzt so an den Stab ran. Ah, willkommen, Scha... Was war das? Wer bist du? Was machst du in meinem Kopf? Hallo? Ihr müsst mich schon berühren, wollt ihr mich hören, Charizard. Okay. Wer bist du? Bist du ein Dämon? Um ehrlich zu sein, Charizard, ich weiß es nicht. Ich erinnere mich nicht. Auf einmal war ich hier, in der Dunkelheit, festgekettet, vor unzähligen Jahrhunderten. Du lügst doch. Keineswegs. Ich sah den Aufstieg und Fall eines jeden Staubkorns in dieser Kammer. Nur meine eigene Geschichte kenne ich nicht. Mist, ich wollte noch fragen, was machst du hier? Boah. Der wird ja wohl noch eine Weile hier sein. Wieso höre ich dich in meinem Kopf? Das kommt von eurem Blut, das ihr mir geopfert habt. Ich habe einen Pakt mit einem Dämon geschlossen? Verzeiht, ich hätte euch vorher warnen sollen. Ja, nett. Öffne die Tür. Du kannst das doch, oder? Ich fürchte nicht. Nein. Was kannst du dann? Ich kann das Licht entfachen und löschen und ich kann den Wächtern Befehle erteilen. Das ist wiederum nützlich. Wecke die Wächter und befehle ihnen, das Tor einzureißen. Aber dann lauft ihr davon und ich bleibe zurück. Es wird weitere Jahrtausende dauern, bis sich wieder eine Prinzessin hierhin verirrt. Du weißt, wer ich bin? Ja, ich habe euch vor der Grabkammer belauscht. Was haltet ihr von einem weiteren Pakt? Ich helfe euch aus der Grabkammer und ihr nehmt mich mit. Prinzessin und Hofmagier. Herrin und Diener. Zusammen erobern wir die Welt. Abgemacht. Was? Wirklich? Wer wäre so dumm, ein unheimliches Wesen wie mich so leichtfertig zu befreien? Ich nehme, was ich kriegen kann. Ihr macht mir Angst. Ich muss sagen, wie auch immer, ob der böse ist oder nicht, der hat auf jeden Fall eine sehr angenehme Stimme. Mach Entzünde Licht! Die Fackeln. Lasst uns das gemeinsam tun, Charizard. Richtet eure strahlenden Augen auf die Finsternis und konzentriert euch. Solange ihr mich berührt, könnt ihr nicht nur mit mir sprechen, sondern auch mit mir zaubern. Ha, das ist praktisch. Jetzt sind wir wie Geron in nützlicher. Okay, wir können Licht machen. Ist das nützlicher als Gerons Fähigkeit? Schwer zu sagen. So erblicket die Pracht der letzten Ruhestätte meines Meisters. Bei meinen Ahnen seid ihr schön. Wir haben also eine Abmachung? Ja. Ja, die haben wir. Gut. Okay. Tja, dann auf geht's. Du steckst fest. Ich hänge ja nun auch schon sehr lange hier. Lockert die Halterung und zieht mich mit einem starken Ruck gen Himmel. Du erinnerst dich also an den Himmel. Den Himmel, die Freiheit, das Funkeln und Klingen der Sprache. Manche Dinge vergisst man nie. Okay, er klemmt nur so ein bisschen. Machen wir gleich. Ah ja, da hatten wir auch unseren Magier. Die Glieder des Wächters haben ihn elendig erdrückt. Er ist unter dem Wächter begraben. Mit Magie bekäme ich ihn vielleicht frei. Aber nicht mit baren Händen. Aber wir haben doch Magie. Mach ich gleich. Macht das jetzt... Also ist das nur ein Lichtzauber, oder kann ich quasi kontextsensitiv beliebige Zauber wirken mit dem coolen Stab hier? Schauen wir uns mal die Reste an. Er hat den Magier und die Maske unter sich begraben. Ach ja, die Maske. Ganz vergessen. Nein, er ist zu schwer. Von Hand bekomme ich seine Leiche nicht frei. Okay. Was haben wir hier noch? Feuerschalen. Der Stab hat mir Licht gemacht. Ich traue ihm keine 3 Spann weit. Kann der jetzt nicht noch mithören? Sie sind zu groß und zu schwer. Mein Wille allein reicht nicht, um sie zu bewegen. So, und hier fehlt doch ein Ding. Das ist noch offen. Das ist ganz schön. Ich nehme mal an, Alrik ist tot. Ich sehe keinen Zusammenhang.
Tja, nur unser mysteriöser Verkina, der mit dem Namen und der wichtigen Rolle, der hat wohl überlebt, wie es scheint. Ich sehe nur lauernde Schemen. Für alles Weitere brauche ich Licht. Oh. Ja. Ich würde ihn gerne anschauen, aber ich kann das nicht. Licht, ich brauche den Stab, ich muss den frei bekommen, dann kann ich mir das alles in Ruhe anschauen. Sieht aus, als hätte sich etwas durchgefressen. Ah ja, das ist immer noch dasselbe Loch. Und hier ist die brüchige Wand, die Rückwand zu dem Kampfplatz, wo wir gegen die Wächter gekämpft haben, als wir hierher kamen. Okay, Ketten und Kram. Okay, dann wollen wir gleich mal den Stab befreien. Aber vorher mache ich einen kurzen Folgenschnitt und sehe euch dann in Kürze wieder. Also für euch morgen und für mich in 2 Minuten. Bis dann!